Übung 4. Also zunächst mache ich eine Tabelle draus. Das ist immer der erste Schritt, gibt es schon mal einen Punkt drauf, 1 bis 2 Punkte in der Prüfung. Also Einfügung, Tabelle. Und okay. Jetzt die Nummer, ich mache es wieder vollständig, weil ich es mit aufzeichne. Kurze Wiederholung. Die Nummer soll als Zahl herausgeholt werden. Also du zunächst die Funktion Wert aufrufen. Gehe also hier auf Formeln, ruf die Funktion Wert auf. Ruf jetzt in der Funktion Wert die Funktion links auf, weil die Zahl links steht. Und von wo wir es holen, von diesem Text, Anzahl der Zeichen, brauche ich die Funktion finden und suche nach einem Leerzeichen. Ruf also hier die Funktion finden auf. Was suche ich? Leerzeichen. Wo suche ich es? Hier in diesem Text. Check das kurz. Leider ist der Assistent hier ein bisschen verschoben. Okay, gehe jetzt in die Funktion links zurück. Check das nochmal. Habe es eben gerade beobachtet bei einigen Studenten bei euch. Das Leerzeichen tut er fressen. Wenn ich mal jetzt auf Wert gehe, dann sehen Sie, es kommt hier an, er macht trotzdem eine Zahl draus. Das geht, aber ich kann es trotzdem noch beschneiden. Also wenn Sie wollen, können Sie es so lassen oder ich sage, okay, ich will das sauber ausschneiden. Und dann, was allerdings nicht geht, das hast du vergessen zu sagen, wenn hier noch ein Punkt stehen würde oder so, dann meckert die Funktion Wert rum und kann es nicht konvertieren. Jetzt gehe ich auf OK und ich habe hier eine echte Zahl. Und jetzt kommt der Autor. Das ist, kann ich die Funktion Teil aufrufen. Gehe also auf Text, rufe die Funktion Teil auf, weil der Autor ist in der Mitte. Von wo hole ich den Autor? Von hier, erstes Zeichen, wäre jetzt, ich suche nach dem Leerzeichen oder nach dem Bindestrich, das ist egal, muss halt entsprechend dann justieren. Gehe also auf die Funktion finden und Suchtext wäre, ich mache mal hier den Bindestrich, weil es egal ist. Und wo soll man suchen? Hier, geht zurück in die Funktion Teil. Dann mein kleiner Tipp, wenn Sie Anfänger sind, geben Sie erstmal hier eine Konstante ein, damit Sie den Anfang justieren können. Also hier sehe ich, habe nur 2 Zeichen zu viel, also gehe ich hier noch auf +2. Jetzt stimmt schon mal der Anfang. Und dann, deswegen hat das Ding nur 2 Smileys, fällt mir natürlich auf, dass der Name immer konstant ist. Das heißt, wenn ich hier 15 eingebe, habe ich im Prinzip hier die Anzahl der Zeichen. Ist 15, weil der Name sich nicht ändert, ist die Aufgabe im Prinzip schon gelöst. Ich muss jetzt nicht unbedingt hier noch nach das dynamisch ermitteln. Ja, können Sie gerne machen, ja, aber wenn dem so wäre, dann hätte das wahrscheinlich nicht 2 Smileys, sondern 3. Ich werde trotzdem mal zeigen, nehmen wir an, der Name wäre jetzt nicht konstant und ich müsste jetzt wirklich hier die Variable Länge ermitteln. Was mache ich? Ich suche zunächst nach dem Leerzeichen hier. Und ziehe dann das vordere wieder ab. Ja, wie wir es vorhin gemacht haben. Gehe also auf die Funktion finden. Suchtext wäre Leerzeichen. Wo soll er suchen? Hier. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem. Er findet das erste. Ich will aber das zweite finden. Ja, und jetzt sage ich ihm einfach, naja, das erste ist bei der Position 3. Dann sage ich ihm, suche ab der Position 4. Ja, dann findet er das zweite. Sie müssen da aufpassen. Das ist hier 1, 2, ja, das passt. Achso, ich suche nach Bindestrich. Ich mache lieber die 5, nur mal sicher. Ja, bei unten wird das dann zweistellig, deswegen gehe ich hier auf 5. Jetzt findet er quasi das nächste nach dem. Ja, wenn ich hier nichts eingebe, findet er das. Ja, weil er fängt bei Anfang an zu suchen. Und jetzt, wenn ich ihm sage, nee, geh ab dem fünften Zeichen los, dann findet er dieses hier. Deswegen, diesen Parameter wird man jetzt in dem Fall brauchen. Jetzt gehe ich zurück in die Funktion Teil und muss jetzt hier vorne noch die Länge, die ich zu viel habe, das ist dieser Teil hier vorne vor dem T, noch abziehen. Und den habe ich hier oben schon mal ermittelt, deswegen kopiere ich mir den hier einfach. Steuerung C, mache hier ein Minus dahinter, füge das ein und rechne da dann nochmal -2 oder -3 sogar. Und komme ich auf dasselbe. Ja. Aber wie gesagt, das ist in dem Fall eigentlich nicht notwendig. Wenn Sie erkennen, dass der Name sich nicht ändert, muss ich das nicht so kompliziert machen. Dann gebe ich einfach die Länge ein und die Sache ist auch okay. Ja, und beim Titel können Sie wieder von rechts kommen und den sich quasi von rechts rausschneiden. Mach das nochmal schnell. Gehe also jetzt hier auf Formeln, Text, dann rechts. Von wo? Von hier. Anzahl der Zeichen wäre jetzt wieder Länge minus finden. Gehe also zunächst auf die Funktion Länge. Die habe ich noch hier. Von wo? Die Gesamtlänge von hier. Gehe zurück in die Funktion rechts. Klick hinter meine Funktion Länge. Gib dann minus ein. Und rufe jetzt die Funktion finden auf. Und Suchtext wäre in dem Fall, na, aufpassen, muss ich wieder schauen, dass er das zweite Zeichen findet. Also der Bindestrich, wo soll er den suchen? Hier. Und ab welchem Zeichen soll er suchen? Ab dem fünften oder sechsten. Also quasi irgendeine Position größer diesen Leerzeichen.
Geh zurück in die Funktion rechts, justiere das Ganze hier noch mit minus 1 oder sogar 2 und gehe auf OK. So, und